erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Gleich zeigen wir es Ihnen live hier aus dem Lusail Stadium. Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen heute das erste Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Wales gegen England. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Hier sehen wir es, das ist die Aufstellung von Ihnen heute. Sie bevorzugen einen doch ziemlich defensiven Stil, Buschi. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Da sehen wir die heutige Aufstellung von England. Im Tor ist Jordan Pickford. John Stones spielt mit Harry Maguire in der Abwehr. Phil Foden steht mit Raheem Sterling auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Er passt gut auf und hat den Ball. Sterling. Foden. Das hat er nicht gut gemacht. Ramsey jetzt am Ball. Jetzt Sterling. Harry Kane. Es könnte das Führungstor sein. Kane mit dem Treffer. Super Aktion. Ist einfach ein Spieler, auf den es immer wieder Verlass. Tolles Tor, cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Der ist wohl einfach zu genau, auch wenn es die Torwart-Ecke ist. Das zeigt ja die Wiederholung deutlich. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kane. Luke Shaw. Nee, wird zurückgepfiffen, abseits. Bale am Ball. Ramsey ist das mit dem Ball. Gut verteidigt. Harry Kane. Die Chance jetzt. Fällt das Tor doch noch? Sterling. Sterling mit der Chance. Tor für England. Ja, ja, ja.
So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag, halbherzig. Und das wird bestraft. Und der Ball ist im Tor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Mount. Shaw. Da mit viel Übersicht. Ah, den muss er besser klären. Angriff beendet. Aaron Ramsey. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Harry Kane. Oh, viel Platz jetzt. Und damit hat er hier nun den Doppelpack. Das war richtig knapp, aber der Ball passt. Genau gezielt oder Glück? Wurscht. Hauptsache, er macht das Tor. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Die Engländer mit Platz auf dem Flügel. Flanke geht in den Strafraum. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Foden. Das ist Mount. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Und der lange Ball zu Kane. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist es Harry Kane. Obwohl alle da sind, obwohl, ja, wenn wir hingucken, kein bisschen Raum ist, macht er den Treffer. Brillant. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Da kommt der Pfiff, das war's also. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. WM-Gruppenspiel Nummer 1, los geht's mit Durchgang 2. Kane. Mount. Phillips. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Ah, das sieht gut aus. Was macht er draus? Was für ein Tor! Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Yeah.
5-1 jetzt also der Spielstand. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder sehr souverän. Boden. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. England holt sich den Ball. Boden. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Phillips. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte vielleicht was werden. Und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Ecke kommt rein. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Kane geht vorbei. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann kommt der Ball in der Mitteldistanz zu Harry Kane. Der weiß genau, wo der Ball hin muss. Hat das Auge, auch die Power im Fuß. Und wenn der Schuss dann so perfekt kommt, dann ist er unhaltbar. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Kane. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Heute waren sie vor allem vor dem Tor nicht zu stoppen. Das war schon klasse. Da konnten sie machen, was sie wollten. Ich glaube, in der Form heute hätte jeder Gegner Probleme.